auf Zukunftsrennen, ist alles startklar. Und die Türen haben sich geöffnet an der 1400 Meter Marke. Wer sichert sich zunächst einmal die Spitze in gewohnter Manier? Fahrschad. Fahrschad führt also vor Miss Infinity in zweiter Position. Das Tempo ist gut. An der Innenseite Real Value ist drittes Pferd, begleitet außen von Safina. Dahinter galoppiert Magellan in fünfter Position. Sechstes Pferd ist Navarra King, außen begleitet von Bay of Biscayne und Fulminato am Ende des Feldes. Ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile in den Bogen hinein. Fahrschad hat eine Dreiviertellänge Vorteil vor Miss Infinity. Real Value ist drittes Pferd. Dann Safina vor, außen Magellan, an der Innenseite Navarra King. Dann Fulminato und Bay of Biscayne findet sich am Ende des Feldes wieder. So geht es in Richtung der Zielgeraden. 550 Meter sind dann noch zu absolvieren. Fahrschad führt, Miss Infinity ist sofort an seiner Seite. Dann sehen wir Real Value als drittes Pferd, Navarra King, Safina, an der Innenseite Fulminato und dann Bay of Biscayne. Fahrschad ist noch vorne, aber Miss Infinity versucht anzugreifen, aber dieser Fahrschad, der kann eigentlich kämpfen. Fahrschad, Miss Infinity, Real Value, Navarra King an der Innenseite, kommt jetzt so richtig ins Rollen, an der Außenseite Real Value und Safina, Miss Infinity, Navarra King an der Innenseite, Navarra King. Das Debüt in München war schon beeindruckend und heute gewinnt er das Zukunftsrennen für Peter Schürgen und das Gestüt Ammerland. Miss Infinity wird Zweiter, Real Value Dritter, dann Fahrschad, Fulminato, Safina, Bay of Biscayne und Magellan. Vorläufiger Einlauf für das vierte Rennen des Tages, 143. Steinhoff Zukunftsrennen. Siegreich war die 5, Navarra King unter Andra Starke. Zweites Pferd, die 7, Miss Infinity mit Joe Fanning. Und auf Platz 3 war es die 6, Real Value unter Philipp Minarik. Vorläufig heißt das im 143. Steinhoff Zukunftsrennen 5, 7, 6. So, ganz kurz noch ein Ruf für die Eltern des kleinen Nico. Der kleine Nico vermisst seine Eltern und ist am Sekretariat abzuholen. So, und hier vor der Bener See-Tribüne, da sehen wir ihn, den vorläufigen Sieger im 143. Steinhoff Zukunftsrennen. Der Sieg bleibt in Deutschland und geht nach Köln an das Quartier von Peter Schürgen. Er ist der Trainer des zweijährigen Lob de Vega-Sohnes Navarra King. Besitzer ist das Gestüt Ammerland und der Siegjockey Andras.